Arr und Ahoi zum Daisy Special zu Daisy Lingual. Ihr fragt euch vielleicht, warum bin ich momentan im Dschungel hier unterwegs in Daisy? Und zwar, das hat die Bewandtnis, dass ich momentan die Mod zur Mod spiele, also die Mod Lingual Island zu Daisy spiele. Das Ganze verändert Daisy so, ich meine, das Hauptaugenmerk seht ihr, wir spielen auf einer Art Dschungel-Karibik-Map. Die Map ist fast, ich weiß nicht wie, im Vergleich wie viel größer oder kleiner sie ist, im Gegensatz zur Chernobyl-Map, aber sie ist auch deutlich groß. Ansonsten ist es immer noch dasselbe Gameplay, abgesehen vielleicht mit dem Unterschied, dass hier der All-Chat an ist und wir mit Leuten auch chatten können über den ganzen Server. Ansonsten ist alles dasselbe. Der Loot spawnt halt auch in diesen kleinen Häusern. Die Häuser, alles sieht halt ein bisschen anders aus. Und ich sag mal, gerade wenn euch DayZ ein bisschen zum Hals mittlerweile raushängt, ist das eine recht nette Abwechslung. Wie ihr an die Mod kommt, packe ich euch einen Link zu einem YouTube-Video rein. Derjenige hat das schon super gut erklärt und ich könnte das gar nicht besser machen. Daher gebe ich euch den Link dazu, auch der Link zum Map, damit ihr euch, wenn ihr spielen wollt, orientieren könnt. Ich kann mich momentan noch überhaupt nicht orientieren, weil das im Grunde genommen einer meiner ersten Ausblicke in die Mod ist. Davon sehen wir auch schon die ersten Zombies. Ja, aber ich denke, das ist auch ganz spannend, mal wieder auf einer Map unterwegs zu sein, wo man sich vielleicht nicht auskennt und gleich weiß, wo alles ist und wo man hingehen muss. Ansonsten wollen wir ja ein bisschen Amok durch die Gegend laufen und uns die Häuser mal anschauen, gucken, was wir hier für ein Loot finden. Ob wir vielleicht unsere Startausrüstung gleich finden können. Ja. Ja, wie gesagt, wie ihr das Game installieren könnt, ist eigentlich relativ einfach, wenn ihr der Anleitung folgt, wie ich euch linken werde. Falls ihr das in Let's Play sehen wollt von diesem Mod zum Mod, Daisy Lingual, schreibt es mir in die Comments, vielleicht kann ich ja Alex dazu überreden, mit mir das eine Runde zu spielen. Ansonsten, konnte ich euch auch aufrufen, wenn ihr Bock dazu habt, mit mir das zu spielen, lade ich euch herzlich ein. Sagt mir Bescheid, dann spielen wir das. Ihr müsst halt nur die Mod installiert haben. Ein bisschen aufpassen müsst ihr vielleicht auf den Server. Ich war vorhin kurz auf einem Server, wo in den Häusern fast gar kein Loot zu finden war. Das war ein bisschen scheiße, aber hier der Server funktioniert gescheit. Dass auch dementsprechend genug Loot in den Häusern spawnen. Ich finde die Mod bis jetzt relativ gelungen. Das ist echt mal eine richtig geile Abwechslung, wenn man die ganze Zeit nur Chernobyl sieht. Auch wenn ich Chernobyl eigentlich relativ gut finde. Abstürze oder besonders größere andere Bugs hatte ich bis jetzt noch nicht. Daher ist das auch nicht verbuggter oder schlimmer als das normale DayZ, würde ich mal sagen. Und jeder DayZ-Spieler ist wahrscheinlich nicht unbedingt buganfällig, sonst würden die wahrscheinlich alle kein DayZ spielen. Steelbolt, ja, jetzt finden wir eine Munition, eine Waffe könnten wir noch gut gebrauchen, ma? Was spiele ich? Ich spiele momentan auf dem DE01 Daisy Lingua Server. Kann ich euch nur empfehlen, der läuft bis jetzt ganz gut. Das Zeug spawnt hier auch irgendwie gescheit. Wie gesagt, ich war vorhin auf dem Server, da waren fast alle Häuser komplett leer. Der Server funktioniert richtig gut. Mal schauen, was wir da hinten vielleicht finden. Ich weiß halt auch nicht. Oh, da vorne sind ganz viele Zombies. Sieht aus wie Militärspawn, weil da Militärzombies sind. Ja. Wie gesagt, das Ganze funktioniert relativ gut. Das ist eine prima Abwechslung. Oh, wo kommt denn da unten? Oh, die Stadt scheint so relativ groß zu sein hier, wa? Mir gefällt es bis jetzt relativ gut. Was ihr dazu haltet, könnt ihr mir ja natürlich auch gerne in die Comments schreiben, unten in die YouTube-Kommentare. Das Player-Model ist übrigens auch steht nur hier zur Verfügung. Das, was er alles an und im Körper hat, kann man leider nicht benutzen, das ist nur zur Kosmetik. Aber es ist echt für die Augen mal eine reine Wohltat. Und das Gameplay ist halt komplett dasselbe. Wenn nicht sogar vielleicht ein Ticken besser, weil wir halt auch hier den All-Chat haben, den ich im Daisy ein bisschen vermisse, ganz ehrlich. Kannst du verstehen, warum sie den All-Chat ausgemacht haben. Aber ich als Spieler hätte ihn lieber gerne wieder. Die Enfield. Ja, ich finde 1000 Munition. Ich packe das jetzt alles momentan einfach ein, weil ich halt nicht weiß, welche Waffe ich am letztendlich finden werde. Und wie viel Munition ich dafür letztendlich dann noch haben werde.
Aber eine Waffe wäre vielleicht gerade mal besser als... Oh. Nur Munition. Was haben wir hier? Eine Waterbottle, praktisch. Ja, nehmen wir noch eine M9. Makarov. Ja, passt schon. Halt. Ne, jetzt haben wir nur eine Bandage dabei. Droppen wir mal irgendwas hier. So. Aber vielleicht gut auch, wenn wir eine zweite Bandage finden können. Soundkulisse finde ich übrigens auch sehr gut gelungen. Mit dem Gekreische und Gegröle von den ganzen Vögeln. Passt ziemlich gut. Ob jetzt die Zombies wirklich in die Karibik passen, sei mal dahingestellt. Muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich finde, es passt, nachdem ich es gespielt habe, relativ gut. Als ich es erst gesehen habe, dachte ich mir, passt das zusammen? Aber ja, ich denke schon. Ich denke mal, in Dead Island funktioniert das auch. Und wie gesagt, ein bisschen Abwechslung tut definitiv gut. Munition, Bandages, Banane. Und man muss Gutes hier finden. Ich weiß nicht, vielleicht ist euch die Mod ja schon bekannt. Und ihr könnt mir vielleicht sogar was erzählen über. Oder könnt mir auch mal schreiben, ob ihr vielleicht überhaupt schon mal jemals davon was gesehen habt. Ich war fast schon geschockt, als ich das gesehen habe und dachte mir, wow, DayZ im Dschungel, was ist denn das? Da habe ich ein bisschen informiert. Und mir die Mod halt mal runtergeladen, um es mir anzuschauen. Und jetzt haben wir natürlich Zombies gar gut. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass von der offiziellen Seite das Ganze, ja, ich sag mal, nicht unter... Wenn es nur nicht unterstützt werden würde, würde ich auch noch sagen, okay, aber dass sie selbst Threads aus dem offiziellen Forum bannen, finde ich ein bisschen lächerlich. Da ich, wie gesagt, das Ganze eigentlich ziemlich gut finde und ich finde es besser würde, wenn sie es ein bisschen mehr unterstützen würden, oder? Denn, ja, letztendlich trägt es dann nur dazu bei, dass die Leute ihr Spiel spielen und kaufen. Und ja, ich würde mir zum Beispiel zu DayZ ein bisschen mehr Abwechslung wünschen, wie zum Beispiel hier diese Map. Das ist genau das, was mir vielleicht jetzt noch in DayZ gefehlt hätte. Aber wir jetzt von Modern nachgereicht bekommen. Und momentan, sage ich mal, relativ stabil und genauso wie DayZ. Daher finde ich es eigentlich relativ schade, dass das vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Wie jetzt die Hauptmod. Oh, hier sind also richtig große Hochhäuser, wo wir da rein können. Hier kann man auch in, weißt du, was hier auch wie praktisch ist, hier kann man ja fast in jedes Haus rein. Ich sag mal, in Chernobyl geht es einem echt schon wieder auf die Eier, wenn man wirklich vor jedem Haus steht, wo man eigentlich im Grunde genommen nicht rein kann. Wie das hier aussieht, kann man in den Großteil auch rein. Kann ich hier rein? Ja, selbst hier kann man rein. Gut, das bedeutet wahrscheinlich dann auch dementsprechend mehr Loot. Aber das ist ja für den Spieler an sich nichts Schlechtes. Na? Was haben wir hier? Bandages on the watch. Nett. Ich hoffe mal nicht, dass wir gleich irgendwie einen Spieler begegnen, der uns gleich über den Haufen schießt. Während wir uns noch hier im Ausrüsten sind. Weil wir uns momentan nämlich noch überhaupt nicht verteidigen können, weil wir noch keine Waffe finden. Ist momentan ein bisschen... wo ich gerade sage, keine Waffe finden. Naja, die Lee Enfield. Ja, besser als nichts. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Aber, ja, jeder DayZ-Spieler weiß, die Lee Enfield, selbst nach dem Patch, ist sie noch übertrieben laut. Aber, ja, besser als nichts. Unsere Selbstverteidigung... ist sie ganz gut. Falls wir einen Player sehen, können wir uns immer jetzt definitiv selbst verteidigen. Denn im PvP sieht das noch relativ interessant, weil sie auch verdammt viel Schaden macht.
Oh, was haben wir denn hier? Wenn ich nicht irre, haben wir hier hinten Military Armeeteile. Ah, da haben wir jetzt natürlich Glück gehabt. Ich glaube, ich bin sogar in der größten Stadt gespawnt, die es hier gibt. Na, guck mal, wie groß die ist. Selbst da oben liegt dann sogar noch Loot. Also das ist ja echt schon deutlich fast besser gemacht als in DayZ, wo man echt wirklich in jedes Haus gehen kann und Zeug finden. Ich glaube, ich sage, bevor wir uns jetzt dieses Militärzeug anschauen, schauen wir hier nochmal in die Häuser rein. Denn wenn ich mit der Li-Enfield da gleich auf dem Airfield schießen muss, dann bricht die Hölle los. Nette Soundeffekte. Tok, 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 tok. Na okay, überall kann man jetzt auch nicht rein. Das war vielleicht doch ein bisschen übertrieben gesprochen. Markov Munition. Makarov, Makarov, Makarov. Also finde ich echt in diesen Häusern finde ich immer übelst viel Makarov. Falls euch das mal aufgefallen ist. ACP, Makarov. Ich hätte ja gerne noch eine Secondary. Painkiller soll ich noch einstecken. Enfield, Watch. Load Flare. Ah, ein bisschen Pech mit dem Loot. Wie ihr sehen könnt, ist hier definitiv genug Loot. Man muss nur ein bisschen danach suchen. Und vor allem muss man ein bisschen natürlich wissen, wo ist der Loot. Was ich auch noch sagen kann, ich empfinde, das Spiel läuft schon fast flüssiger als das Hauptspiel. Gut, jetzt hier in der großen Stadt droppen die Frames zwar auch wieder ein bisschen runter, aber Tschernobyl habe ich da deutlich größere Probleme. Jetzt haben wir rote Kette. Ich hoffe, die Verbindung bricht jetzt nicht ab. Makro Steelboard. Ich muss sagen, ich bin immer noch relativ... Oh nein, was macht er jetzt? Ja gut, er hat die Enfield-Munition, glaube ich, nur aufgenommen. Ich bin noch auf einem relativ leeren Server, was ist das denn? Camo Closing, nice. Das habe ich ja noch nie gefunden. Ha! Jetzt haben wir Camouflage-Anzug an. Den ist übrigens auch in der Set zu finden gibt, aber ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Deswegen war ich gerade ein bisschen überrascht. Was haben wir hier? Ja, hier ist ein bisschen viel Loot noch, was ich sagen wollte. Es liegt aber halt daran, dass der Server noch relativ leer ist. 10 Leute oder sonst hier drauf. Deswegen habe ich hier so ein bisschen meine Ruhe. Ja. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht zu offensiv durch die Gegend heizen vielleicht. Oh, Box of Matches. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es halt nicht ganz so bekannt ist. Ich hätte es vielleicht gerne schon sowas von früher gekannt. Weil es wirklich richtig nice ist. Jetzt haben wir hier CZ-Magazine, Makarov Watch. Oh, Hunting Knife. Hunting Knife. Ist das eine leere Water Bottle? Ja. Die Enfield Magazin. Na, jetzt habe ich ihn jetzt dafür rausgepackt. Oh, wir können ja mal kurz schnell was essen. Rucksack können wir nicht gebrauchen. Ich glaube, stimmt. Ich habe noch gar keinen, ich sag mal, keinen MD-Tintchen. Ja. Wo wollte ich hier noch? Ich habe noch gar keinen Supermarkt gefunden. Die Enfield-Magazine reinpacken, ja. Secondary wüsste ich halt immer noch nicht. Painkillers en masse, ey. Wie viele Painkillers wollen wir hier mit uns rumschleppen?
Also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich hier ein paar Mitspieler finden würde. Wenn noch ein paar mehr Leute auf den Server joinen würde. Wäre das wahrscheinlich auch noch ein bisschen lustiger und interessanter. Naja, geht man nicht auf den Geist. Oh Gott, ey, wenn ich jetzt hier schießen muss mit dem Lienfield. Mal gucken, was dann alles angerannt kommt. Ich will es jetzt nicht unbedingt riskieren, da ich eigentlich noch mit euch aufs Airfield will. Mal sehen, ob ich das vielleicht auch in zwei Parts aufsplitten muss. Oh, ich glaube, es fängt gleich an zu regnen. Windisches. Ja, die Häuser waren auch schon in DayZ nicht so geil. Da gab es meistens nur so Ausrüstung. Aber die haben wir jetzt schon zum größten Teil. Ja, ein bisschen zurechtfinden muss man sich halt noch. Muss ich mich auf jeden Fall auch noch. Aber ich denke mal, das ist ja kein Problem. Das macht den Reiz aus. Herauszufinden, welche Häuser lohnen sich wieder. Wo findet man was? Und was kann man sich schenken? Oh, hört ihr das, was da jetzt gleich alles kommen wird? Naja. Obwohl, so leer dürfte der Server gar nicht mehr sein, wir haben jetzt 220 Zombies. Zu uns? Schaut ganz so aus. Irgendwas rauscht hier im Hintergrund. Ich glaube, es hat angefangen zu regnen draußen. Na, ich sag ja, wenn wir einmal anfangen müssen zu schießen mit dem Scheißteil, dann hören wir auch so schnell wahrscheinlich wieder nicht auf. Oh. Ah, es ist doch witzlos, komm, wir müssen es irgendwie anders versuchen. Ich meine, man kommt auch oben drauf. Vielleicht verlieren wir sie ja, ne? Die Infield ist und bleibt halt einfach zu laut. Oder was sagt ihr zu Lee Enfield? Seid ihr mit Lee Enfield schon mal unterwegs gewesen? Findet ihr sie gut? Weil ich sag mal, Player gegen Player, wenn wir wirklich einen Player sehen und abschießen müssen, ja, das hat dann zu regnen. Dann ist sie ja recht relativ praktisch. Aber alles, was nicht mit Playern zu tun hat, was mit Zombies zu tun hat, das ist hier dann schon eher unpraktisch. Haben wir einen Binocular? Nein. Kommen die jetzt hier oben drauf? Trauen die sich das? Nochmal ein bisschen umgucken. Vote el Presidente. Ich mag das mit den ganzen großen Häusern hier. Wie viel da unten jetzt rumfleucht, ey. Das macht mich echt schon fast nervös. Gibt's auch schon Leute, die 400 Kills haben, ey. Unglaublich. Wir müssten hier mal eine Leiter dran bauen. Was ist hier so eine Leiter? Gut. Ansonsten kommen wir hier nicht so schnell wieder runter.
Naja, mal runter gucken. Dass sie sich vielleicht endlich verzogen haben. Ansonsten werden wir uns was Schlaues überlegen müssen. Ich sag ja, die verstopfen gleich alle in den Eingang. So wie sich das hier anhört. Oh ja, das tun. Uncool. Uncool, uncool. Ich komme jetzt aus der Situation wieder raus. Müssen wir uns wohl den Weg freischießen, würde ich mal sagen. Ich weiß noch nicht, ob das von Erfolg gekrönt wird, aber das sehen wir dann. Ein Versuch ist es denn den definitiv wert. Und die Tintkern. So viel war da ja gar nicht. Ich hatte jetzt irgendwie mehr erwartet. Ja, komm. Bleib mal locker da hinter mir. Nämlich Zombies hinter mir macht dich das übelst nervös. Und wenn genau das der größte Fehler ist, das gefährlichste ist an den Zombies, dass sie einen nervös machen, wenn sie hinter ihm hertackern. Eigentlich lassen sie sich ja relativ einfach abhängen. Wenn wir jetzt vielleicht nicht so amok-mäßig, wie ich jetzt hier über das Airfield laufen wird. Aber ich meine, das haben wir schon zu verlieren und ich möchte euch ja immerhin die Map zeigen. Die Dschungeldinger, das sind glaube ich kleine Barracks, wie ihr sie auch aus dem großen Airfield kennen müsstet. Oh Gott, wo ist denn hier der Eingang da? Na gut, jetzt droppen die Frames schon ein bisschen runter, aber... Oh Gott, hört ihr das, was da links gleich auf uns zukommt? Das geht ja sogar noch. Naja, lass dich in Ruhe. Ja, auf jeden Fall, das war der Ausflug in DayZ. Jetzt habe ich schon den Namen vergessen. Lingual? Lingua, nicht Lingual. Lingual ist irgendwas mit Sprache, ne? DayZ Lingo Island. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt es mir in die Comments. Und wir sehen uns... weiterlaufen. Und wir sehen uns spätestens wieder, wenn ihr ein paar mehr Videos zu Lingo Island haben wollt. Wie gesagt, wenn ihr mitspielen wollt, sagt Bescheid. Oh Gott, die können ja schnell drin laufen. Das habe ich vergessen. Aber dann wollen wir doch vielleicht nochmal versuchen, das Ganze hier zu einem Abschluss zu bringen. Wo ich jetzt so mittendrin aufhören muss. Ja, hier ist ein Binocular. Wenn wirklich aufheben kann ich ja momentan echt nichts. Was sind denn das war? Was sind denn das so da hinten für Häuser? Das ist auch Armeezelte? Sehr schön, ich finde das hier richtig spannend und interessant. Hier war das schon einer der größten Militärspots aus Lingo Island, wo wir wahrscheinlich auch den besten Loot finden könnten. Mal gucken, was da drin ist, ob wir da auch Loot finden. Dann steht eine Kuh, die macht Mu. Das sieht hier aus wie so komische Militärhäuser. Aber aus der Nähe betrachtet haben sie doch irgendwie nur so eine Papp-Textur. Und dienen eventuell vielleicht doch keinem näheren Zweck.
Aber, verlieren die Zombies, wenn wir da drüber laufen. Oh, es sind anscheinend Berge. Ja, falls ihr am Airfield unterwegs seid und viel Zombies hinter euch habt, lauft über diese komischen Teile. Ihr könnt mir ja in die Comments schreiben, wenn ihr wisst, was das darstellen soll. Auf jeden Fall lohnt es sich hinzulaufen, wenn ihr Zombies loswerden wollt, ansonsten wohl eher nicht. Es wird, glaube ich, sogar langsam dunkel auf der Map, kann das sein? Wo war nur die Taste für die Uhr? Nicht da. Uhr? U für Uhr? Nee, W für Uhr. Ja, kann nicht sein. Ich hab's vergessen. Egal. Auf jeden Fall, es wird gerade Nacht auf dem Server. Deswegen auch schon halb in schwarz-weiß. Ja. Wie gesagt, das war das kleine Special zu Lingo Island. Und wir sehen uns wieder im spätestens nächsten Teil von Lingo Island oder DayZ. Bis dann, Leute.